Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Heute bin ich bei Edra Dauer. Heute habe ich die rauchige Version von Edra Dauer. Und zwar habe ich heute den neuen Balechin Small Batch Cask Strength 15 Jahre im Glas. Das ist wohl eine neue Serie, die Edra Dauer bzw. Balechin da auf den Markt bringt. Halt jetzt Small Batches in Fassstärke. 15 Jahre alt, First Release, Exclusive for Germany, was haben wir hier? From a vetting of First Fill Ex-Bourbon Barrels and Second Fill Oloroso Sherry Butts. Natural Color, Non-Chilled Filtered. Ja, die erste Abfüllung, oder das First Release hat 3.126 Flaschen. Klingt in der Theorie alles sehr, sehr spannend. Ich habe den, nachdem er sich gewünscht wurde, geteilt und war dann erstaunt, wie gering die Nachfrage war. Und dann habe ich mit dem Sascha, Friendly Mr. Z, geschrieben und bei ihm hat es sehr, sehr ähnlich ausgesehen. Und unsere Vermutung ist einfach, der ist total überpreist. Die Flasche kostet, meine ich, 109 Euro. Und das ist halt einfach eine Hausnummer, ne? Das ist zu viel. Aber schauen wir, was er kann. Wir sind ja hier, um uns und euch einen Eindruck von Whisky und von neuen Abfüllungen zu geben. Ja, ich hätte jetzt im ersten Moment ein bisschen mehr Rauch erwartet. Ich habe ein bisschen Vanille, ich habe eine subtile Fruchtigkeit. Das so in Richtung Pfirsich, Nektarine geht oder Orange. Abgefüllt, habe ich ja vorhin schon gesagt, in Fassstärke und Fassstärke ist hier 59,4%. Wow. Vor allem nach 15 Jahren noch 59,4%. Das finde ich heftig. Und da muss ich sagen, man merkt in der Nase nichts davon. Da brennt nichts, da kitzelt nichts. Sehr schön. Die Rauchigkeit ist da. Kann ich nicht verleugnen, aber ich habe sie mir deutlich intensiver vorgestellt. Das ist so eine schöne Lagerfeuerrauchnote. Ja, es ist so eine typische Lagerfeuerrauchnote. Man hat so einen richtig schönen Holzrauch. Ein bisschen aschig. Dazu tatsächlich die Orangen, Pfirsich, Nektarine. So in die Richtung. Ich bin echt fasziniert, dass man so den Alkohol, dass man das so gar nicht merkt bei fast 60%. Er wirkt tatsächlich sehr dunkel. Da sind vielleicht auch noch so ein bisschen Gewürze mit dabei. Nicht ganz einfach. Also ich finde, er wirkt gerade noch etwas verhalten. Und ich hätte mir die Rauchnote echt deutlicher vorgestellt. Er hat Rauch, ja, natürlich. Aber das muss ja auch nicht immer sein.
Zum Wohl. Im Geschmack merkst du die 59%. Ordentlichen Antritt, kräftig, würzig, leicht pfeffrig. Im Geschmack sehr angenehm, aber auch da merkt man schon, man hat einen fast stärken Whisky. Das kribbelt so ein bisschen auf der Zunge. Man merkt, es ist ein bisschen stärkerer Alkohol. Trotzdem ein cremiges Mundgefühl. Der Mund wird langsam trockener, die 15 Jahre, die Eiche, das passt und dann schluckt man den runter. Auch hier kommt wieder Kraft, Wumms, Intensität. Und wenn das nachlässt, hat man tatsächlich wieder diese Lagerfeuerrauchnote, man hat diese Fruchtigkeit, man hat vielleicht noch so ein bisschen was von Vanille damit bei, die ich jetzt auch in der Nase finde. In der Nase hat er jetzt ein bisschen aufgemacht. Er wirkt jetzt fruchtiger. Die Rauchnote ist immer noch subtil, aber die Fruchtigkeit ist deutlicher. Man hat wirklich Orangen, Apfelsinen, Pfirsich, Nektarinen. So was richtig schön Saftiges. Gleichzeitig aber ein bisschen dunkler, ein bisschen reifer, also jetzt keine hellen Früchte. Vielleicht auch so ein bisschen dunkle Trauben und schon fast Rosinen. Jetzt beim zweiten Mal finde ich das mit dem Alkohol gar nicht mehr so extrem, wie ich es gerade empfunden habe. Ich habe vorher schon Whisky mit 55% getrunken. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass mir der Alkohol im ersten Moment doch so kräftig vorkommt. Jetzt beim zweiten Mal geht es tatsächlich. Er hat jetzt auch wieder eine leichte Pfefferigkeit. Die kann er nicht vermeiden. Aber beim zweiten Mal fand ich ihn jetzt deutlich milder. Schöne Rauchigkeit in Kombination mit einer schönen Fruchtigkeit. Durchaus lecker. Aber, das sage ich auch ganz ehrlich, nichts, was mich komplett vom Hocker haut. Und wenn ich dann den Preis im Hinterkopf behalte mit 100 oder 110 Euro, total überpreist. Also diese Kombination aus First Fill Bourbon, wobei ich spannenderweise relativ wenig, also ich hatte sie zwischendurch ein bisschen, aber relativ wenig Vanille habe. Da habe ich von First Fill Bourbon erwarte ich irgendwie immer ein bisschen mehr Vanille. Und dann dieses Second Fill Oloroso. Ja, der hat die Fruchtigkeit, ja, gerade diese Orangennote. Aber jetzt was Nussiges, was ich sagen würde, oh ja, das ist auf jeden Fall Oloroso, habe ich jetzt hier auch nicht gefunden. Es ist ein leckerer Whisky, keine Frage. Mir persönlich ist er A, viel zu teuer, B, zu kräftig. Ich finde, knapp 60% muss ein Whisky nicht unbedingt haben. Gut, sie wollen Small Batches, sie wollen Fassstärke, dann sollen sie halt machen. Ich brauche das nicht unbedingt.
Und die Aromen, die er hat, die könnten an der einen oder anderen Stelle intensiver sein. Das sind so meine Kritikpunkte. Ansonsten, er ist lecker, er hat keinerlei Fehlaromen, er hat gut eingebundenen Alkohol für die Alkoholstärke, die er hat. Ja, wenn man das so gegeneinander aufwiegt, dann würde ich persönlich sagen, es ist ein guter Whisky, aber eine Kaufempfehlung ist es einfach nicht, einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Und weil es Whiskys gibt, die einfach wesentlich mehr bieten. Ja, so viel zum neuen Balechin Small Batch Cask Strength Release, 15 Jahre. Wenn es ein Start einer Serie ist, frage ich mich, werden das einfach nur neue Batches oder wollen die tatsächlich auch verschiedene Abfüllungen da drin rausbringen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, ich lasse mich einfach überraschen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button, wenn euch meine Review, aber auch meine zum Teil harte Kritik gefallen hat. Haut mal in die Kommentare, ob ihr ihn probieren konntet, ob ihr ihn probieren wolltet oder ob ihr direkt gesagt habt, das ist mir zu teuer oder es einfach euch gar nicht interessiert hat. Würde mich interessieren, woran es dann letztlich gelegen hat, dass ihr ihn probieren wolltet oder dass ihr ihn eben nicht probieren wolltet. Ich vermute, dass ganz viele Leute von dem Preis abgeschreckt werden. Meine persönliche Meinung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.